Hi, wie geht's uns denn so heute? Was geht ab? Okay. Iggy heute am Start? Bei Mario Kart 8, hä? Der Großstand legt wieder los. Ja. Mit einem interessanten neuen Thema. Oh. Da war ich ungefähr das letzte, nur mit einem anderen Twist. Okay. Was wäre, Ja. wenn du aufwachst und plötzlich berichten die Nachrichten, es gibt einen Zombie-Erkennung. Also, Zombies sind los. Ich Was will wäre. dir erst nachschauen, ob das ein Scherz ist. Die Frage ist: Ist es ein Scherz oder ist es kein Das Scherz? ist kein Scherz. Du gehst dann plötzlich einfach mal die Straße entlang und siehst plötzlich eine alte Oma, die von einem Zombie verfolgt wird. Die schreit um Hilfe, du bist kurz vor deinem Haus. Könntest du ihr helfen? Was würdest du tun? Du könntest aber auch dich einfach nur einschießen und hilflos da lassen. Also, welche Wahl will ich treffen? Ja. Und so ein Zombie. Also, meinte er, ja. Du könntest ihr versuchen zu helfen. Du könntest. Okay, ich will erst mal gucken, was ich für Materialien habe. Können den Zombie zum Beispiel angreifen. Mit. Okay, ich gebe dir drei Optionen für eine Waffe: Okay. entweder Baseballschläger, Ja. ein Schwert oder ein Ja. Messer. Was wäre die beste Wahl von den dreien? Also, Messer musst du ganz nah dran sein. Genau. Das nehme ich also nicht. Oh mein Oder Gott. doch Schwert oder Baseballschläger? Basic zielt gut. Basie? Ja, Interessanter also Name. Baseballschläger Basic. Ja, kann man so nennen. Oh Gott, das erinnert mich an die Hunde für Bailey. Basic, nicht Ja, ich Baby. weiß. Hast du nicht gehört, dieses Wort? Basic? Nein, deswegen muss ich auch ein bisschen lachen. Achso. Hey, gut. Ja, Bin gut. Baseballschläger, Ja, Basie. okay. Also, Ich was für mache ein Wahl würdest du jetzt Base. nehmen? Keine Ahnung. Ja, ein Baseballschläger zieht natürlich auch. Ist aber auch die Frage. Also, ich glaube, ich würde mich für das Schwert entscheiden, es sei denn, das Schwert wäre zu schwer. Dann würde ich mich für den Baseballschläger. Aber Das nur Schwert ist dann. nicht so schwer, also du wirst das Schwert definitiv nehmen. Ja. Um der Oma dann auf einmal zu helfen. Ja. Okay. Also Fakt ist. Also ich. Es würde ja schon reichen, wenn ich irgendwie ihn erwische. Ich kann ja auch, was ich, wie viele Meter davon weg sein. Wenn ich das Schwert in seine Richtung schmeiße, werfe. Dann ist er schon wieder abgelenkt und die Oma kann fliehen. Du musst ja Du nicht. wirfst es. Du kannst es ja werfen. Du wirfst deine Waffe einfach so weg. Du kannst So ja dass du gar es nicht mehr benutzen kannst. Ja, nicht. Zombie, nimm mal hier. Bang. Okay, ich Was ist das hier? werde. Breath of Wild? Ja. Ja, als Beispiel. Breath of the Wild. Ja. Da wirft Link auch seine Waffe. Auf die Gegner und die Gegner können Schaden. Genau. Ja. Und das Schwert ist dann nicht mehr da. Du musstest ja, wenn dann wieder hin. Richtig. Um das Schwert dann zu holen. Richtig. Aber er ist ein K.O. und er kann nicht das Schwert nehmen. Du musst dann Zombie wahrscheinlich schon den Kopf zerschlagen oder das Gehirn kaputt machen oder so, damit er sich nicht mehr bewegt. Das ist ja in den meisten Spielen Oh so. Gott. Also so ein Arm, der ab ist oder sonst irgendwas, das macht ihn nichts mehr aus. Der ist ja tot. An sich schon. Ja, dann müssen wir ran. Ihr dürft ja auch Gegenstände verwenden. Die Oma, es braucht gerade eine Hilfe, okay? Wie willst du jetzt noch einmal in der Küche reingehen und noch mal nach ein paar Besteck oder so suchen, die noch den Zombie schmeißen hintereinander oder wie? Richtig. Bis da ist sie schon lange tot. Ist die Frage, ist es ein verlassener Ort oder sind da eigentlich mehrere Leute? Das bringt mich zur nächsten Frage. Was würdest du eigentlich tun, nachdem du jetzt getrennt wärst und so alles? Oh. Würdest du dann eher zu einem anderen Ort hinziehen? Würdest du erstmal deine Freunde anrufen und so alles, ob die alle okay sind? Ich glaube, ich will erstmal die Leute Freunde anrufen und dann würde ich wegfahren. Wegfahren oder wegfliegen. Und zu welchem Ort denn ungefähr, ha? Da, wo es nicht mehr ist.
Es ist schön, es hat gerade so gut wie überall in der Welt statt. Überall. Fakt ist aber, wir sind in der Zeit in einer Kleinstadt, da sind wir eigentlich mit weniger Horden von Zombies unterwegs. Wie jetzt zum Beispiel Berlin oder so. Aber wenn du in einer Großstadt bist, dann solltest du definitiv. Ja, weg. Oh mein Gott. So schnell wie möglich. Mehr Leute bedeuten mehr Zombies. Was hast du für Themen? Man schaut sich so um. Also. Da kommt man an gewissen Themen ran. Ich verstehe. Lass mich auch mal ein bisschen Spaß haben. Okay? Ist gut. Okay, mit wie vielen Leuten würdest du dich denn abgeben jetzt? Mit 10 bis 20? Mit 3 oder komplett alleine? Wie viele Leuten? Mhm. Bei den Zombie-Apokalypse. Genau. Mit 3. Warum? Umso weniger Leute, umso mehr, umso weniger fällt man auf. Du möchtest also verdeckt ermitteln, oder was ist da los? Ich möchte nicht verdeckt ermitteln, ich möchte verdeckt bleiben. Und ich würde erstmal die Situation beobachten. Wenn die Situation sich ausatmen würde, müssten wir natürlich handeln. Also, jetzt löse ich mal ein bisschen was auf. Zum ersten, die richtige Waffe wäre definitiv Baseballschläger gewesen. Nicht das Schwert oder das Messer, weil jeder, der untrainiert ist, damit richtig gut umgehen kann. So wie du und ich. Naja, für aber Messer braucht man schon ein bisschen Training und so. Ja, richtig. Aber wenn du ein Baseballschläger hast, dann brauchst du auch diese Wucht, die dahinter steckt. Und jeder kann damit ziemlich leicht ziemlich viel Kraft das anwenden. Das Schwert ist spitz und scharf. Jetzt sag's nichts mehr. Und du wirst das wirklich hinbekommen, das Schwert einfach so. Ach ja. Okay, und da jetzt, wo du die Oma gerettet hast, würdest du dann auf. Würdest du die mit einer Gruppe aufnehmen oder so? Oder was würdest du mit dir dann noch machen? Ich würde die Oma einen schönen Tag wünschen. Also einfach zurücklassen. Ja. Was soll ich machen? Ich habe sie geholfen. Ja, nirgends war das zu gehen und so alles. Die Oma hat doch bestimmt Familie. Das könnte auch ein Fall für Salter sein. Man kennt jemand schon wieder. Sind meine Themen wirklich so langweilig? Ja. Ich bin. Sorry, ich bin euch ein bisschen müde. Ich habe vorher noch gerade fleißig gespielt und ihr müsst wissen, Leute, wir tun so viel für euch. Wie zum Beispiel im Bett liegen, Smash spielen. Mhm. Hey, wir sind Zweiter und Erster. So kann so leiden, ne? Ja. Okay, 2 bis 3 Leute werden definitiv immer richtig da zu sein, dabei zu haben, weil komplett alleine dann, ja, hättest du richtig große Probleme da mit Materialien und so alles zu sammeln, weil du bist immer noch alleine und so alles und ja, sich selbst zu verteidigen und so alles ist auch extrem schwer dann immer. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dann können die Rückendeckung dann immer geben und so alles. Ja. Sie haben ja auch gesagt 3 Leute. Aber maximal 3. Und wenn du mehr hast, dann kommt die überhaupt nicht voran, weil ja, jeder da plötzlich immer wieder sagt, oh Gott, meine Schwester ist noch drin. Bitte rettet sie oder sonst irgendwas. Also, ihr kämpft gar nicht voran mit den allen, weil jeder irgendwie welche Bedürfnisse hätte und so alles. Richtig. Außerdem. Man sollte auch möglich keine hilflosen Menschen, sondern nur nützliche mitnehmen, ne? Denn am Ende werden die dich wahrscheinlich noch verraten, so alles. So ist es. Du bist jetzt gerade so, als würdest du das alles wissen. Ein Mieden war sie wieder dabei haben, ne? Ja.
Trailer findet ihr das Zombie-Spiel nicht so unbedingt so geil, hä? Wir forschen. Nicht so ein richtig kreativer Typ, hä? Ja. Okay, an was wäre dann bei Attack on Titan? Wenn das echt wäre? Ich habe den Attack on Titan noch so nicht gesehen. Es gibt Titan, riesige Dinger, die Menschheit ist kurz vor dem Aussterben. Und die haben alle Hunger auf Menschenfleisch. Titan. Es gibt noch eine Stadt, die ist umzingelt von riesigen Mauern. Ja. Und die Titanen kommen normalerweise nicht durch. Es gibt Krieger, die Menschen versuchen wieder zu... Also, ja, eben die Titanen zu bekämpfen und so alles, aber es läuft immer nicht gut. Die meisten sterben oder werden gefressen. Ja, dann... Und du bist da aufgewachsen und plötzlich kommt da ein Titan und reißt die Mauern ein. In der einen Stadt. Und jetzt möchtest du wissen, was ich machen will. Genau. Um mein Leben fliehen. Was jeder normale Mensch auch tun würde. Sagen wir einfach mal so, deine Mutter ist jetzt gerade unter den Haufen von Häusern da begraben. Du könntest versuchen, sie zu retten, aber dieser Titan ist halt in der Nähe. Was ist denn in der Nähe? Der Titan. Der Titan ist in der Nähe. Und deine Mutter ist gerade unter. Alter, was hast du für den Themen, Junge? Schäm mal dein Leben. Der Großstein, Junge, ich lasse mir kreative und interessante Themen einfallen, okay? Nächstes Mal kannst du dir ein Thema überlegen. Oh mein Gott. Es gibt so schöne Themen und da kommt mit so einem. Was ist, wenn dein Auge mit alles so ein Aussterben bedroht wäre und du wärst der einzige gute aussehende Mensch? Dann machen wir ein anderes Thema. Was ist, wenn du die letzte Person auf Erden wärst? Ich würde mir. Du wachst einen Tag auf und du bist die letzte Person. Ich will alles aufbauen. Neu. Was willst du aufbauen? Und wie? Was ist deine erste Entscheidung, was du treffen müsstest? Naja. Du wachst eines Tages auf und niemand ist sonst mehr da. Benny ist vielleicht noch da, aber das war's. Benny ist umsonst. Okay. Ja. Das ist alle gar Menschen keine... sind verschwunden. Alle Menschen. Genau. Tiere und so alles leben noch. Er läuft doch. Also ich sag mal so. Ja, läuft doch, dann alles gut, oder wie? Ich hätte erstmal was zu überleben. Denn Bananen oder Äpfel oder so gibt's ja. Also so. Aber die waren auch irgendwann aus, Obst und Gemüse und so. Obst und so. Ja, dann tue ich das läuft dann so. Und du weißt halber, wie das geht. Naja, ich muss ja nichts bezahlen. Ich wäre der letzte Mensch. Genau, aber du weißt halt, wie man das ganze Tag pflanzt und so alles. Was heißt, ich weiß es, ich probier's. Und irgendwann gar nichts. Und wie würdest du die Einsamkeit bekämpfen? Die Einsamkeit? Ja. Ich bin nicht einsam, ich hab Tiere. Also willst du die Tiere holen? Mal hab ich einen Elefanten und mal einen Tiger. Ein Tiger! Was für die Tiere sind am Leben? Ja. Bären. Was ist los mit dir? Hunde, Katzen. Wie willst du Tiere zähmen, hä? Ich bin die ja nicht zähmen, die sind ja im Käfig. Und die nimmst du dann einfach mit? Die nehme ich auch nicht mit. Die lasse ich im Käfig. Aber ich bin alleine hier. Du sagst, du nimmst auch ein paar Tiere mit. Wollen wir noch rennen? Ja. Okay. Das hier, der Panzer ist noch nicht vorbei, wir sind erst 14 Minuten. Ach so. Hast du gerade eine Erklärungsnot? Eigentlich nicht. Okay, also... Du bleibst bei einem einzigen Tier und so weiter, oder? Was heißt, ich bleib bei einem einzigen Tier? Bleibst du bei Benny? Ich habe viele Tiere. Die nimmst du dann einfach aus dem Käfig raus und erwartest, dass die dir gehorchen. Und wie willst du dir das ganze Essen für die alle auftreiben? Puff. Da mache ich mir erst hinterher Gedanken. Ich meine, die alle haben auch Hunger und so, alle. Und wenn die richtig viel Hunger haben, dann werden sie sich vielleicht gegenseitig essen, so, alle. Tja. Oder vielleicht sogar dich angreifen. Ich meine. Apropos, ein paar Tiere laufen mittlerweile auch dann frei rum, ne? Nein, Tiere wie im Zoo und so, die sind ja eingesperrt. Ja, aber manche Tiere sind auch in Hundehütten und so alles. Und ein paar Tiere versuchen
Paar Tiere sind auch mittlerweile draußen am rumlaufen. Ist ja kein Mensch mehr da. Katzen, Hunde, die alle sind auf Jagd. Das ist schön. Für Katzen gibt es Milch. Für Hunde gibt es Hunde. Butter. Und da ist immer was dabei. Naja, ich will es immer aus. Schau mal, wenn. Ich will erstmal das alles auf den Supermarkt bringen. Okay. Dann habe ich ja auf jeden Fall schon mal etwas. Wenn man mal so clever ist und drüber nachdenken würde, würde man schon auf ein Ergebnis kommen. So, und irgendwann kann man sich dann sagen, okay, das und das plane ich und fertig. Gott hat damals auch zwei Menschen erschaffen und die haben das Ganze hier aufgebaut. Kann man sagen. So. Dann würde ich. Okay, ich bin alleine, das heißt, keine anderen Menschen werden mehr existieren. Ja. Aber ich bin auch da und ich lebe und mir geht's gut. Das heißt, ich könnte an der Situation zwar nichts ändern, aber ich kann das Beste daraus machen. Das Beste wäre einfach versuchen zu überleben. Ja. Also erstens, was ich machen würde, ist definitiv erstmal Dinge zerstören und so alles. Einmal mal ein paar Gesetze brechen, Auto fahren, egal was. Wäre es dazu nicht aufzuhalten, ne? Einmal ein bisschen Spaß Stimmt. haben. Zerstörungswut auslassen. Die Polizei muss sagen, ja. Stimmt. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch ein Tier mitnehmen. So ein Haustier oder so. Und ich würde dann erstmal wahrscheinlich im Supermarkt leben. Ich bin ehrlich. Immer ich ja, im Supermarkt. Da bist du versorgt. Ich würde dann ein paar Bücher irgendwie von Pflanzen und so alles durchlesen. Und so alles. Irgendwie versuchen, das oder was zu lernen. Und dann Farmer werden. Für das meines Lebens. Aber. Vielleicht mich dann irgendwann mal informieren, was da so mit Klon und so alles passiert. Also halt irgendwie versucht, die Menschenrasse wieder aufzubauen. Ja. Aber ja. Das ist eine gute Idee, Mensch. Mehr habe ich da nicht zu tun. Und wenn alles nicht klappt, dann kann man immer noch Kamikaze drücken, ja? Beim Helden. Ich glaube, das ist reicht auch. Das ist der Schlusssatz. Ich hoffe, dieses Thema hat euch gefallen. Wir sehen uns im Okay. nächsten Part. Ciao.